Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge mit mir, den Tyler Cakes, zu einer Folge den Wilds. Und ja, ich habe mir hier mein Nexonite Schloss gebaut, mein eigenes. Wir gehen da jetzt rein und machen irgendetwas. Ich muss mal eben das hier noch ein bisschen kaputt machen, weil es nervt sonst. Boom. Nein! Ist ein Loch, aber egal. Der hat mich getroffen. War egal. Weil wie ihr es oben vielleicht sehen könnt, ich bin jetzt Clay. Ich mache jetzt mal eben die Torbrücke hier zu, warte bis sie zugeht. Hier habe ich auch schon ein paar Fahrzeuge rumstehen. Und hier habe ich zwei mittelalterliche Burgen. So heißen die eigentlich, aneinander gebaut, dass ich halt ein großes Schloss habe. Hier unten habe ich halt so die Kommandozentrale, der Kommandoraum. Hier habe ich irgendetwas einfach hingebaut. Und dann habe ich hier oben eine Kanone. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier hin. Und bauen hier noch ein paar Kanonen hin. Ja, Kanonen sind immer sehr wichtig. Ach nee, wir können das ja anders machen. Ist jetzt auch weg, ja. Gut. Wir können einfach hier welche Nexo-Kanonen. Dann kann man hier auch rumfahren. Ist zwar ein bisschen gefährlich, aber ist eine gute Idee, finde ich. Ich mal eben da hingreifen. So. Dann kann man hier halt so. Angriff. Wir wollen heute vielleicht auch gegen Jest kämpfen. Und das machen wir jetzt auch. Einfach nur mit unserem normalen Schild werden wir gegen Jestro kämpfen. Da ist Jestro. Ich glaube, der hat etwas mehr Leben. Sieht aber komisch aus. Wir laden jetzt unser Nexo Power auf. Und ich würde sagen, los geht's. Angriff. Okay, der hat ein bisschen mehr Leben. Aber den kriegen wir besiegt. Weil wir sind stärker. Kannst du jetzt auch mal weg. Boom. Besiegt. Okay, wir können es auch mal versuchen. Vielleicht so ein... Jetzt mal was nicht von Nexonites. Platziere hier mal Excel hin, weil der gehört ja auch dazu. Lance gehört auch dazu. Macy. Und na. Falscher Knopf. Und Erin. So. Jetzt haben wir die nächste Mal. Bitte schon mal. Ich glaube, die sind aus aller Welt, die mögen mich. Dann halt aus Meiten. Ach so, die habe ich mir runtergeladen. Nee, die habe ich noch nicht.
sind denn die Hobbys? Nee. Charakter mit Namen. Komisch. Wie stark ist ein Stampfer? Nexon. Nice. Ist auch Stampfer. Okay, den haben wir einfach sofort mal eben besiegt. Ist ja auch mal was Schönes. Gegen Ruina Steinherz. Gegen der habe ich. Ach, so ein Wasserspeier, der fliegt der jetzt doch, oder? Er will fliegen, er schafft es aber nicht. Weil er irgendwie in der Wand packt. Ich erlöse dich. Lass dich jetzt hier mal, wenn du jetzt fliegst, ne? Muss nur hier meine nächste Power aufladen. Es ging nur easy. Peasy. Es ist schwer, gegen Meister Wu zu kämpfen. Ich meine, er ist ja ein bisschen älter, ne? Aber ein bisschen was hat er bestimmt drauf. Okay, war leicht. Wer ist denn Dan Woodman? Den kenne ich gar nicht. Der ist cool. War irgendwie auch verrückt. Bei der Dinosjagd. Boom! Okay, er gibt uns das wieder voll. Okay, der ist stark, aber nicht zu stark für mich. Nein, hilf! Ja, ich hab ihn einfach weggenommen. Also, ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Ich würde sagen, tschüss.